Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, vermissen Sie es auch so wie ich? Der Duft nach gebrannten Mandeln, der Glühwein, den man noch auf dem Weg nach Hause nach der Arbeit auf dem Christkindlesmarkt trinkt, das Treffen mit Freunden unter dem Christbaum für alle. Ich wollte Ihnen die Weihnachtsgrüße dieses Jahr zumindest in weihnachtlicher Atmosphäre zukommen lassen. Und die Musik, die gerade hinter mir gespielt hat, ist nicht bestellt. Es ist einfach ein schöner Zufall. Es war ein anstrengendes Jahr für uns alle. Viele von uns sind an ihre Grenzen gekommen und teilweise auch über Grenzen hinausgegangen. Und ich habe keine Ahnung, was das Jahr 2022 uns bringen wird. Aber viele von uns werden an Heiligabend in der Christmette oder vielleicht auch zu Hause die Weihnachtsgeschichte hören oder lesen. Und für mich der schönste Satz ist, wenn die Engel den Hirten auf dem Feld sagen, fürchtet euch nicht. Ich finde, da ist so viel Vertrauen drin. Und dieses Vertrauen, das können wir als Stadtfamilie auch miteinander haben. Wir können das Vertrauen ineinander haben, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam auch bewältigen. Und ich habe dieses Vertrauen in unsere Stadt, dass wir jetzt auch die nächsten Monate der Pandemie gut überstehen werden. Ich möchte Ihnen allen für dieses Durchhalten danken, insbesondere auch denjenigen, die in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Schulen und Kitas wirklich in diesem Jahr Unglaubliches geleistet haben. Ein herzliches Dankeschön von dieser Stelle. Und nun wünsche ich Ihnen allen schöne Feiertage. Genießen Sie die Ruhe, genießen Sie Ihre Familie und Ihre Freunde und bleiben Sie gesund.